es weh? Es strengt ihn noch zu sehr an. Sie müssen Geduld haben. Es wird schon wieder, mein Junge. Cleo, ich biete dir einen gut dotierten Vertrag. So eine Gelegenheit kriegst du nicht noch einmal. Eine kleine Unterschrift genügt. Da steht dir ja noch was bevor. Meinst du mit meinem Vater? Ja, jetzt musst du ihm endlich reinen Wein einschenken. Und Eva auch. Jetzt sagen sie schon, was ist denn passiert? Ihr Freund ist ins Koma gefallen. Koma? Aber das ist doch gar nicht möglich. Es ist leider so, Frau Sander. Aber gestern Nachmittag, da hat er noch mit mir geredet. Sicher. Ich hatte ehrlich gesagt auch gehofft, dass sein Zustand stabil bleibt. Obwohl, naja, der Allgemeinzustand von Nick war von Anfang an sehr kritisch. Aber warum? Warum ausgerechnet Nick? Ich weiß, wie ihm jetzt zumute sein muss. Aber bitte, wann wacht er wieder auf? Sagen Sie es mir, wann? Ich weiß es leider nicht. Das ist von vielen Faktoren abhängig. Aber Sie müssen doch wenigstens nur ungefähr. Ich kann Ihnen das auch nicht sagen. Vielleicht morgen oder in einer Woche oder nie mehr? Das wollen wir nicht hoffen, aber ausschließen kann man das natürlich nicht. Promoter. Davon habe ich schon immer geträumt. Dann hör auf zu träumen, Herzchen, und greif zu. Wir drei geben ein Top-Gespann ab. Schon möglich, aber ach komm, Cleo, die Kneipe läuft dir doch nicht weg. Die nicht. Aber komm, schlaf einfach eine Nacht drüber. Hm? Sorry, Jones. Unter anderen Umständen würde ich ja sagen, aber die Umstände ändern sich manchmal schneller, als man denkt. Vergiss es. Ciao, Cleo. Ciao, Jones. Wir sehen uns. Schade, ich war sicher, wir kommen zusammen. Wie gesagt, unter anderen Umständen. Hoffentlich bereust du deine Entscheidung nicht. Du verbaust dir damit eine Karriere. Damit werde ich schon fertig werden. Aber was ist mit Tim? Promotion fällt normalerweise in seinen Aufgabenbereich. Ja, aber du bist besser als er. Trotzdem werde ich Tim nicht in den Rücken fallen und ihm seinen Job wegnehmen. Ach, Cleo. Siehst du das nicht ein bisschen eng? Nein. Tim würde mich auch nicht hintergehen. Ich bin gerührt, Cleo, welch große Opfer du für deine Liebe bringst. Ja, das ist mit Tim eben wert. Dann war dein Auftritt hier wohl nur ein kurzes Gastspiel. Moment mal. Noch bin ich ja da. Wenn du willst, dann höre ich mir die restlichen Demo-Tapes auch noch durch. Ja, das wäre sehr nett, danke. Vielleicht überlegst du es dir auch noch mal. Mein Entschluss steht fest. Ciao, Tanja. Ciao, Cleo. Hallo. Hallo, Alex. Schön, dass wir uns noch sehen. Wann musst du denn zur Arbeit? In einer halben Stunde. Und, schon was gefunden, was dir gefällt? Nein, ich kann mich auch gar nicht richtig drauf konzentrieren. Dann wird's aber höchste Zeit. Ich war auf dem Standesamt und hab das Aufgebot bestellt. Die meinten, wir wüssten wohl nicht, was wir wollten. Was ist mit dir? Freust du dich gar nicht? Doch schon. Aber seit Nick im Krankenhaus ist, kann ich an nichts anderes mehr denken. Ja, das verstehe ich. Aber immerhin, er ist wieder bei Bewusstsein. Ja, Gott sei Dank. Er ist bestimmt wieder schneller draußen, als du denkst. Trotzdem, es wird noch lange dauern, bis er wieder richtig gesund ist. Ach komm, jetzt sei nicht so pessimistisch. Der schießt bald wieder Tore. Hoffentlich hast du recht. Ohne dich würde ich das gar nicht schaffen.
Ich bin so froh, dass wir zusammen sind. Und bald so richtig offiziell. Heute Abend gehe ich die letzte Hürde an. Ach, ist dein Vater wieder zu Hause? Er muss endlich wissen, dass wir beide heiraten werden. Und danach rede ich mit Eva. Das macht dir Magenschmerzen, stimmt's? Wie war das? Jetzt sei mal nicht so pessimistisch. Außerdem, was immer passieren wird, ich halte zu dir. Tja, Herr Prozeski, leider hat das MRT unseren Verdacht bestätigt. Das MRT, was ist das? Magnetresonanztomographie, ein computergestütztes Verfahren zur Darstellung innerer Organe, in diesem Fall von Nicks Gehirn, ähnlich der Röntgendiagnose. Und was hatten Sie dabei festgestellt? Ja, durch den Unfall kam es zu einem Bluterguss in Nicks Gehirn. Es sah zunächst so aus, als wären die Blutungen zum Stillstand gekommen, aber dann sind Nachblutungen eingetreten und das Hämatom hat sich stark vergrößert. Genau hier, sehen Sie? Da. Ein Hämatom. Ja, ein Blutgerinnsel. In Nicks Kopf. Ja, leider. Das Hämatom drückt auf das Gehirn, was zur Folge hat, dass sich Nicks Hirndruck erhöht. Vermutlich hat das Koma ausgelöst. Ja, dann müssen Sie das Blutgerinnsel sofort entfernen. Tja, so einfach ist es leider nicht, Herr Prozeski. Wir wollen Nick vorerst nicht operieren, da das Hämatom schwer zugänglich ist. Außerdem besteht die Gefahr, dass wichtige, gesunde Hirnregionen verletzt werden. Ja, aber ich denke, Sie haben heutzutage so viele Möglichkeiten. Ja, wir können nur hoffen, dass das Hämatom nicht noch größer wird und dass die Blutungen zum Stillstand kommen. Aber irgendetwas müssen Sie doch tun. Tja, Herr Prozeski, eine Operation kann man erst dann ansetzen, wenn der Druck auf das Gehirn zu groß wird. Aber ich muss jetzt unbedingt zum Telefon, Sie entschuldigen. Hörst du mich? Ich bin's, dein Vater. Nick, bitte komm zurück, wach auf. Bitte mit dir. Bitte, Herr Prozeski. Tim wird mich niemals betrügen. Wenn Cleo wüsste. Wieso sagst du nicht einfach, dass du mit Tim im Bett warst? Dann weiß sie doch Bescheid. Das schon. Aber glaubst du, Tim würde dann weiter hier aufkreuzen? Wohl kaum. Und was machst du jetzt? Jetzt ist Schluss mit der sanften Tour. Ab jetzt geht's mal ein bisschen härter zur Sache. Steffi. Ist was mit Nick? Was ist passiert? Nick. Er liegt im Koma. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Kommst du voran? Ja, wunderbar. Oh, aber ich müsste noch einkaufen gehen. Ja, dann mach das doch. Den Rest kann auch Tim erledigen. Und wenn es nicht schafft, dann schicke ich euch einfach einen Kurier. Das ist ja wunderbar, dann kann ich sie heute Abend noch durchhören. Gut. Hallo Tim, mein Liebling.
Wenn es heute Abend klingeln sollte an deiner Tür, dann mach auch bitte auf. Sonst verpasst du nicht ein wunderschönes Essen mit mir. PS, ich kaufe uns jetzt noch was Leckeres zum Essen. Kennst du dich? Ja, das bin ich und das ist Alexander. Und da bin ich. Habe ich ganz alleine gemalt. Da hast du dir aber große Mühe gegeben. Darf ich mir jetzt doch was wünschen? Wenn es nicht eine Reise zum Mond ist? Nein, nicht sowas. Na sag schon. Darf ich bei eurer Hochzeit dabei sein? Ja, natürlich darfst du das. Du wirst mein Ehrengast. Ich helfe euch auch. Da werden doch immer Kinder gebraucht, die Blumen schmeißen. Was weißt du denn das? Aus dem Fernsehen. Dann wollte ich noch was fragen. Kommst du weiter hierher, wenn ihr geheiratet habt? Ja, ganz sicher, Alex. Und wenn Alexander euch ein schönes Haus kauft, ganz weit weg? Keine Angst. Ich lasse dich nicht im Stich. Schwörst du? Großes Indianer-Ehrenwort. Jessica! Ich hab deinen Vater am Telefon. Es ist dringend. Ja, ich komme. Dann mach auch bitte auf. Sonst verpasst du nicht ein wunderschönes Essen mit mir. PS, ich kaufe uns jetzt noch was Leckeres zu essen. Na? Hi, Tanja. Warum ist Cleo denn schon weg? Sie wollte noch einkaufen gehen. Ich habe ihr freigegeben. Wie großzügig. Was willst du damit sagen? Das ist dir mit Sicherheit ganz gelegen kommen, mit mir mal wieder alleine zu sein. Du hast ja eine blühende Fantasie. Was traust du mir sonst noch so zu? So einiges. Ist auch ein ziemlicher Hammer, dass du hinterm Cleo meinen Job angeboten hast, oder? Herrgott, sie ist halt eine fähige Frau. Wie wär's, wenn du jetzt weitermachst? Cleos Grüße kannst du dir ja wohl auch zu Hause anhören. Also, was sollte das mit dem Job? Naja, Cleo ist einfach gut. Sie kann halt mehr als nur Bier zapfen. Wie wär's, wenn du jetzt hier weitermachst? Sonst musst du Überstunden machen. Ja, mit dir im Bett. Es wird dir so passen. Hm? Jetzt sag nicht, es hat dir keinen Spaß gemacht. Du hast hinterher immer sehr glücklich ausgesehen. Ha, ha. Also komm, überreden musste ich dich ja nun wirklich nicht. Also warum willst du nicht mehr? Weil die Zeiten vorbei sind. Ich werde nicht mehr mit dir schlafen. Ach, auf einmal. Das hättest du dir für Wochen überlegen müssen, bevor es zur Gewohnheit wurde. Ich schlage vor, die auswärtigen Gäste verteilen wir auf Düsseldorfer Hotels, hm? Ja, dann müssten wir nur noch einen Fahrdienst einrichten. Eva! Hallo, Maximilian. Wie schön, dass du da bist. Ich darf mal vorstellen, das ist Christoph von Anstetten, Eva, Alexanders Braut. Aber eigentlich müsstet ihr euch noch kennen. Also ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, das ist auch kein Wunder. Als wir uns das letzte Mal gesehen hatten, da waren Sie noch sehr klein. Aber damals schon so charmant wie heute. Oh, danke. Ja, wer hätte das gedacht, dass Sie mal Ihre Hochzeit in diesen Räumen hier feiern werden? Also ich bestimmt nicht, aber ich freue mich sehr, dass Sie uns helfen. Na, das ist doch selbstverständlich, unter Freunden. Sag mal, und was war so dringend, dass du mich herbestellt hast? Ja, Christoph und ich wollten mit dir und Alexander die Hochzeitsvorbereitungen besprechen. Ja, gute Idee. Und wo ist Alexander? Ich habe ihm gestern auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass er mich heute Abend hier trifft. Dass du auch da bist, weiß er noch nicht. Das soll eine Überraschung werden. Ich sag dir, der wird ganz schön Augen machen. Wenn Sie möchten, lasse ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer zeigen. Dann können Sie noch ein bisschen ausspannen vorher. Ja, gern. Gut. Bitte schön. Oh, Mick. Warum ausgerechnet er? Warum jetzt? Wo alles so gut aussah. Bitte, Herr Prozeski. Sie dürfen jetzt den Mut nicht verlieren. Er ist so ein Talent. Er ist ein großer Mann. Er könnte ein ganz großer werden. Er hat sie fertig gemacht, alle zusammen. Trotz Manndeckung. Drei Mann um ihn herum. Und er, Körpertäuschung, dann diese Schusses.
Das war genial. Das war einfach genial. Bitte, Walter. Dann kommt dieser Dennis und haut ihm in die Knochen. Dieser Idiot, was sollte denn das? Kann mir hier irgendjemand sagen, was das sollte? Der erträgt es einfach nicht, dass Nick besser ist als er. Das Mies ist das. Mies und armselig. Und wenn er nicht so reingeholzt hätte, dann könnte nicht. Scheiße. So ein Kerl wie der, der darf einfach noch auf den Platz. Das ist ein Skandal. Man müsste den anzeigen, müsste man den ja anzeigen. Jetzt hör auf damit. Hör endlich auf. Davon wird Nick auch nicht wieder gesund. Das wird Alexander sein. Alex, ist alles so furchtbar. So, zweimal Espresso. Und das kam eben per Kurier. Ah ja, danke. Das sind die Demo-Tapes. Die muss ich noch durchhören. Hätten uns die Arbeit jetzt schon nach Hause geschickt? Nein. Aber ich habe Tanja versprochen, dass ich sie noch durchhöre. Aber zurück zu dem Job. Ich hätte ihn schon gerne gemacht. Klar. Das ist was anderes, als Tag für Tag hinterm Tresen zu stehen. Ja. Du triffst witzige Menschen und... Und Tanja meinte auch, ich habe das richtige Feeling dafür. Aber... Den Stress mit Tim wäre mir das Ganze einfach nicht wert. Wenn der Mann wüsste, dass ich meine Karriere opfere, nur weil ich ihn liebe. Dieser Mann liebt dich übrigens über alles, falls du das noch nicht bemerkt hast. Tim, du bist denn da? Ja, ich habe ein bisschen früher Schluss gemacht. Heute Abend machen wir was ganz Besonderes. Hm? Darf ich mir was wünschen? Mhm. Ich möchte in die Badewanne. Nichts lieber als das. Yeah. Was ist das denn? Ach, das sind die Demo-Tipps von Tanja. Ich habe ihr versprochen, dass ich die noch durchhöre. Weil du sie ja nicht geschafft hast. Ja, ja, ja. Patrick, noch einen schönen Abend. Mhm. Tschüss. Ich auch. Ob es vielleicht falsch war, dass ich gegangen bin? Nachher glauben sie noch, Nick ist mir egal. Das glaube ich nicht. Alle wissen, wie sehr du an deinem Bruder hängst. Ich habe einfach diese quälende Stimmung nicht mehr ausgehalten. Nick wird bestimmt wieder gesund. Der war noch total fit. Immerhin ist er Leistungssportler. Du meinst es ja gut, Alex, ach, aber... Du wirst schon sehen. Der kommt bald wieder auf die Beine. Hoffentlich. War übrigens lieb von dir, dass du gekommen bist. Was hast du denn gedacht? Ihr seid doch jetzt meine Familie. Alexander, hier spricht dein Vater. Hör mal, ich bin heute Abend bei den von Anstettens auf Riedenau. Komm bitte unbedingt vorbei, ja? Wir haben ein paar wichtige Dinge zu besprechen. Also ich rechne mit dir. Passt doch prima. Dann kannst du ihm gleich sagen, dass wir heiraten wollen. Und ich komme mit und lerne deinen Vater gleich kennen. Du hast recht. Vielleicht ist es besser, wenn du dabei bist. Ehrlich gesagt, ich wäre heilfroh, wenn ich es hinter mir hätte. Wir schaffen das schon. Zusammen. Das ist Nicks Lieblingsfisch. Glaubst du, dass Nick wieder aufwacht? Bestimmt, Uli, bestimmt. Und wenn nicht, was ist dann? So was dürfen wir gar nicht erst denken. Weißt, was jetzt in dir vorgeht, das ist schwer für uns. Verdammt schwer. Ich verstehe das nicht. Mutter, Steffi, kommt ihr bitte mal. Ich weiß, dass wir alle mit dieser Situation überfordert sind. Es konnte ja auch keiner ahnen, dass so etwas Schreckliches passieren würde. Wir müssen jetzt alle zusammenhalten. Nick ist nicht tot. Er lebt. Und solange er lebt, besteht auch Hoffnung. Ach, Walter. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber wir müssen ganz fest daran glauben, dass er wieder gesund wird. Nur so können wir ihm helfen. Und noch etwas, denk daran. Ein Prozesski gibt nicht auf. Niemals. Das gilt auch für dich, Steffi.
gehörst ja zur Familie. Und noch etwas. Bitte redet mit niemandem über Nick. Es gibt so viele Schwätzer, die sich über das Elend anderer Menschen die Mäuler zerreißen. Ihr werdet sehen, Nick wird bald wieder aus dem Koma erwachen. Ich weiß, er schafft es. Er steht das durch. Oder gibt es hier etwa jemanden, der nicht daran glaubt? Nein, Papa. Nick schafft das. Wenn es einer schafft, dann Nick. Na also. Dann auf einen Abend, den wir endlich mal für uns haben. Wie findest du die Band? Ja, nicht schlecht, aber ein bisschen schräg. Das ist das Demoband von... Ich hab's vergessen. Nicht so wichtig. Wird sowieso viel besser das Band gefallen, das ich heute Nachmittag gehört. Von einer gewissen Cleo Winter oder so. Dankeschön. Aber warum hattest du eigentlich mit Stress heute Nachmittag mit Tanja? Ich hab sie nur gefragt, warum sie dir meinen Job angeboten hat. Und, was hat sie gesagt? Dass du den Job verdient hast, weil du gut bist. Tja, da hat sie natürlich recht. Aber ich habe trotzdem abgelehnt. Ja, das soll ich vielleicht auch machen. Ach was, der Job ist wirklich nicht schlecht. Und in der Badewanne lässt es sich wirklich noch besser ertragen. Ja, das stimmt. Eigentlich sollten wir nur noch in der Badewanne arbeiten. Bitte warte hier einen Moment. Ich möchte meinem Vater nur kurz Bescheid geben, dass du dabei bist. Okay. Ja? Willkommen, Alexander. Guten Abend, Vater. Na, jetzt bist du überrascht, was? Ja, allerdings. Ja, mein Junge. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Schön, dass du da bist. Kann mir vielleicht mal jemand... Ich meine, was soll das? Frag deinen Vater oder Christoph von Anstetten. Vater, ich dachte, wir wollten unter vier Augen sprechen. Gleich. Erst einmal wollen wir anstoßen. Auf Eva und Alexander. Ich wünsche euch alles Glück dieser Welt. Alles Gute. So. Jetzt kommen wir zum schönen Teil des Abends. Sonst musst du Überstunden machen. Ja, mit dir im Bett. Es wird dir so passen, hm? Jetzt sag nicht, es hat dir keinen Spaß gemacht. Du hast hinterher immer sehr glücklich ausgesehen. Ha, ha. Also komm, überreden musste ich dich ja nun wirklich nicht. Also warum willst du nicht mehr? Weil die Zeiten vorbei sind. Ich werde nicht mehr mit dir schlafen. Ach, auf einmal. Das hättest du dir für Wochen überlegen müssen, bevor es zur Gewohnheit wurde.